Willkommen zurück. Im Salat, auf dem Burger oder am Tellerrand, so richtig wahr, nehmen wir die Gurke nur sehr selten. Und das ehrlich gesagt völlig zu Unrecht, denn die Gurke kann viel, viel mehr. Wir zeigen Ihnen heute, welche verblüffenden Fähigkeiten sie hat. Bühne frei für unseren heutigen Superhelden. Die Gurke. Sie hat unglaubliche Fähigkeiten. So kann sie was für unsere Schuhe tun und ist eine echte Alternative zum Saunagang. Wie ist das möglich? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber okay, vielleicht. Es kann ja irgendwie nur leicht über das Blutgefäßsystem gehen. Indem sie dem Körper Flüssigkeiten und Mineralien zurückgibt, die er braucht. Hier kommen 5 Gründe, warum die Gurke ein wahrer Superheld ist und von uns viel mehr Beachtung verdient. Erstens, die Gurke hat das Zeug zum Ernährungscoach. Wissen die wenigsten, aber die Gurke besteht zu 97% aus Wasser. Das macht sie zu einem super gesunden Snack. Durch den hohen Wasseranteil hat sie kaum Kalorien. Gerade mal 12 Kalorien auf 100 Gramm Gurke. Und sie kann noch mehr Kalorien einsparen. Regelmäßiger Gurkenverzehr zügelt die Lust auf Süßes. Und was kann unser Gurkenheld noch? Sie hat sehr viele Vitamine in der Schale, aber sonst keine Ahnung. Fürs Sehvermögen, fürs Stehvermögen, ich weiß nicht. Die Gurke strotzt vor guten Eigenschaften. Denn trotz hohem Wasseranteil ist sie reich an Nährstoffen. Sie enthält die Vitamine A, B und C sowie Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Zink. Wer jetzt denkt, das war's, liegt falsch. Enzyme in der Gurke, genauer gesagt Peptidasen, sorgen dafür, dass zum Beispiel Fleisch leichter verdaut werden kann und schlechte Bakterien im Darm abgetötet werden. Die Gurke ist also der perfekte Ernährungscoach. Außerdem pushen ihre Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe unser Herz-Kreislauf-System und halten unser Gehirn fit. Aber was ist die Gurke eigentlich? Ist sie wirklich Gemüse oder doch Obst? Ein Gemüse oder wahrscheinlich ein Obst. Gemüse, grün. Gemüse. Die meisten halten also die Gurke für ein typisches Gemüse. Tatsächlich zählt sie aber zu den Kürbisgewächsen. Diese ordnet man wiederum beim Fruchtgemüse ein. Genauso wie Tomaten, Auberginen, Kürbisse, Melonen und viele andere. Nächste Superkraft der Gurke, sie bekämpft schlechten Atem. Kann die Gurke eine echte Konkurrenz für Kaugummis sein? Angeblich funktioniert das in der Praxis sehr gut, denn ein Stück Gurke soll gegen Mundgeruch helfen. Wie das? Vielleicht durch ihr ganzes Wasser oder so, was da drin ist. Kann sein, kann ich mir vorstellen, ja. Klingt verrückt, soll aber tatsächlich helfen. Antibakterielle Eigenschaften der Gurke töten geruchsbildende Bakterien ab, so die Theorie. Dafür einfach eine Gurkenscheibe mit der Zunge eine Minute lang an den Gaumen drücken. Aber klappt das wirklich? Wir probieren es aus und machen den Check. In der Fußgängerzone verteilen wir Tomatensalat mit ordentlich Zwiebeln. Um den Geruchspegel zu testen, pusten unsere Probanden in ein Halimeter, also ein Messgerät zur Bestimmung des Mundgeruchs. Danach Gurke in den Mund, an den Gaumen drücken und nochmal pusten. Ist der Wert jetzt geringer? Was steht jetzt noch? Null. Also hat's geholfen. Yeah. 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 Jawohl. Bist du überrascht, dass es jetzt geklappt hat? Ich habe selber gemerkt, auch geschmacklich, ja. Neutralisiert wieder. Super, wusste ich nicht. Die dritte Superkraft unseres Helden? Die Gurke ist ein echter Verwandlungskünstler. Sie präsentiert sich in vielen Geschmäckern. Es gibt sie in sauer, süß, scharf und salzig. Wer kann das schon von sich behaupten? Die beiden gängigsten Arten sind wohl die Salatgurke und die Minigurke. Die Minigurke ist geschmacksintensiver und kernärmer. Im Gegensatz zur ca. 40 cm großen Schwester ist sie nur etwa 15 cm groß.
Für die kleinere Größe muss man allerdings meist tiefer in den Geldbeutel greifen. Bis zu 3 Euro kostet eine Mini-Gurke im Supermarkt, während die Salatgurke für 79 Cent zu haben ist. Doch welche der beiden ist gesünder? Ja, ich denke mal, dass die Salatgurke gesünder ist. Ich denke, die sind gleich gesund. Die Auflösung? Die Salatgurke schneidet im Vergleich besser ab als gedacht. Die Vitamine liegen nicht weit auseinander, trotz des enormen Preisunterschiedes. Nur wer mehr Geschmack haben möchte, sollte auf die teure Mini-Gurke zurückgreifen. Die meisten Vitamine stecken übrigens in der Schale. Daher kommt auch der bittere Beigeschmack, denn in ihr lagern die Bitterstoffe. Wer das gar nicht mag, kann sie schälen, aber Vorsicht, wer schält, verliert die meisten der gesunden Eigenschaften. Denn die Vitamine sitzen direkt an der Schale bzw. darunter. Dass man durch falsches Schälen die Bitterstoffe verstärkt, ist übrigens nur ein Mythos und stimmt nicht. Der bitterste Teil der Gurke ist der Stiel, den schneidet man meist sowieso komplett ab. Der beste Tipp für Vitamine: Bio-Gurken kaufen und warm waschen statt schälen. Wer jetzt denkt, Gurken gehören nur in leichte Sommersalate, hat sich geirrt. Sie finden sehr wohl auch ihre Verwendung in den kälteren Monaten. Hier kommt ein Rezept für deftig gefüllte Gurke. Wir nehmen eine Schmorgurke, die sind nicht so wässrig und geschmacksintensiver. Schälen, halbieren, entkernen, für die Füllung Tomaten und Zwiebeln kleinschneiden, Hackfleisch und Zwiebeln in der Pfanne anbraten, etwas Basilikum dazu und alles in die Gurkenhälfte füllen. Bei 180 Grad 15 Minuten im Backofen schmoren. Fertig ist das gurkige Herbstgericht. Aber wo kommt unser Superheld eigentlich her? Ich schätze mal auf jeden Fall aus dem Süden, so Mittelmeer. Amerika? Die Herkunft der Gurke ist nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich stammt sie aus Indien und wurde dort schon 3 Jahrtausende vor Christi angebaut. Von dort hat sie sich in die Welt verbreitet, erst nach Asien, dann über Griechenland und den Balkan. Im Mittelalter schafft sie den Sprung nach Europa. Innig geliebt und oft gegessen wird die Gurke dort vor allem von den alten Römern. Angeblich ist sie sogar das Lieblingsgemüse von Kaiser Tiberius. Ihm ist der Gurkengaumenschmaus so wichtig, dass er fahrbare Gurkentreibhäuser zur Versorgung seiner Soldaten einsetzt. Die vierte Superkraft der Gurke, sie ist ein echter Putzteufel. Im Internet gibt es viele Tipps und Tricks. Wir probieren die skurrilsten aus und checken, was die Gurke sonst noch drauf hat. Und jetzt kommt's, sie ist ein super Putzwunder. Und zwar erstens zum Schuheputzen. Eine frisch geschnittene Gurke putzt Schuhe blitzblank. Danach glänzen sie und das Wasser perlt von ihnen ab. Eine Gurkenmaske für den Schuh sozusagen. Zweitens als Fleckenbekämpfer. Küchenspülen glänzen nach einer Politur mit einer Gurke wie neu. Einfach ein abgeschnittenes Gurkenstück durch die Spüle schrubben und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Fertig. Die fünfte und letzte Superkraft. Die Gurke kann einen Saunagang ersetzen. Die ultimative Gurken-Superpower kommt jetzt. Wussten Sie, dass eine Gurke eine echte Alternative zum Saunagang ist? Wir lüften das Geheimnis. Wer Stress hat, aber keine Zeit für einen Saunagang, kann einfach einige Gurkenstücke in kochendes Wasser legen. Danach mit dem Kopf über das kochende Gurkenwasser beugen. Atmet man nun den freigesetzten Wasserdampf ein, wirkt dieser wie bei einem herkömmlichen Saunagang entspannend und beruhigend auf Körper und Geist. Die ätherischen Duftstoffe der Gurke simulieren hierbei die Aufgüsse aus der Sauna. Kleiner Alltagstipp zum Schluss. Eine angeschnittene Salatgurke bleibt länger frisch, wenn man den abgeschnittenen Stiel mit einem Zahnstocher an die Gurke steckt.
So verhindert man schnelles Austrocknen, da die Feuchtigkeit durch den natürlichen Deckel langsamer verdunstet. Unser Held hat heute bewiesen, dass er echte Superkräfte besitzt. Ein Hoch auf die Gurke, die wir beim nächsten Einkauf jetzt viel mehr zu schätzen wissen.